Mit der Stellung von Hilfstruppen für den byzantinischen Kaiser schien der Papst mehrere Probleme auf einmal zu lösen. Die rabiate Jugend wurde exportiert und damit im Inneren für Frieden gesorgt. Zugleich wird den in Not geratenen Christen im Morgenland geholfen. Beides war nach Ansicht mittelalterlicher Theologen ein Akt christlicher Nächstenliebe. So wie ein Vater seinen Sohn aus Liebe strafen müsse, könne auch der Christ den Heiden zu dessen Besten aus Liebe mit dem Schwert in der Hand züchtigen. Die Ritter werden in Folge den Pilgern gleichgestellt, denn es geht auch im Kampf um ein Werk der Frömmigkeit und nicht um Ehre oder des Geldes willen. Die Krieger werden so zu pilgernden Ritter Christi. Wie Pilger tragen sie deshalb auch Pilgerstab und Pilgertasche neben den Waffen und dem Kreuz. Zeitgenössische Quellen sprechen daher meist von Peregrinatio, also Wallfahrt bzw. Iter, Weg, Marsch, Reise oder Expeditio, Feldzug. Erst im 17. Jahrhundert kam der Begriff Kreuzzug auf. Als zusätzlicher Anreiz für die Ritter wurde ihr Besitz in der Heimat unter dem Schutz der Kirche gestellt. Auch wenn es ursprünglich um Hilfstruppen für Byzanz ging, wurde rasch Jerusalem zum Ziel erklärt. Nach dem Kreuzzugsausruf tritt dieses Wort stetig mehr in den Vordergrund. Schnell wurde die Aktion zu einem Massenexodus, denn mit reicher Beute und ungestörtem Besitz des eroberten Landes wurde geworben. So wird klar, dass für die einfachen Krieger die religiösen Motive weniger ausschlaggebend gewesen sein dürften.